Zimmer hat zwei Eingänge. Einmal für die Person, die beichten möchte, und die Person, die die Beichte hört. Beichte ist ein Sakrament in der Kirche. Es ist das Sakrament der Versöhnung. Wir dürfen Gott alles sagen, was uns bedrückt. Und es ist gut, ab und zu mal alles zu ordnen und zu säubern. Und so passiert uns im Leben ja auch einiges, was nicht gut ist, wo wir andere Menschen schlecht behandelt haben, wo wir Gott vergessen haben, wo wir dem Evangelium und der Liebe Gottes nicht entsprochen haben als Christen. Das wollen wir Gott sagen und wollen ihn um Verzeihung bitten. Und wenn wir es ehrlich meinen und die Dinge benennen, die uns auf dem Herzen liegen, dann will uns Gott vergeben. Das tut er durch den Priester, der hier mit einem Gebet die Vergebung Gottes zusagen kann. Zunächst beginnen wir die Beichte mit dem Kreuzzeichen, denn es ist ein kleiner Gottesdienst mit Priester und dem der Person, die beichten möchte. Dann bekennt man, was man nicht gut gemacht hat, wo man sich nicht als guter Christ gezeigt hat, wo man etwas einen Schaden zugefügt hat oder wo man zu wenig Liebe gezeigt hat, zum Beispiel. Dann spricht der Priester mit der Person und versucht herauszufinden, wie man etwas besser machen kann und was man vielleicht für eine Aufgabe übernimmt, um die schwierige Situation zu verbessern. Und dann spricht der Priester das Gebet der Vergebung und segnet die Person, die beichten möchte. Danach ist der Gottesdienst, dieser kleine Gottesdienst, zu Ende. Hier gehen wir einmal durch die Tür, die Person betritt, die beichten möchte, und ich gehe durch die andere Tür. Es gibt zwei Möglichkeiten. Der Priester sitzt auf dieser Seite. Hier haben wir ein bisschen Licht, auch eigentlich genug Platz. Und hier kann uns keiner hören. Denn bei der Beichte ist auch wichtig das Beichtgeheimnis. Der Priester darf nichts verraten von dem, was er von der Person gehört hat, die beichtet. Normalerweise sitzt man gegenüber auf dem anderen Tisch. Und wenn man sein Gesicht nicht zeigen möchte, dann kann man auch hier auf der anderen Seite sich hinknien und durch das Gitter schauen, sodass der Priester die Person nicht erkennen kann. Ja, die Beichte endet mit dem Kreuzzeichen und am Ende gibt es ein kleines Blatt, auf dem die Geschichte vom barmherzigen Vater und dem verlorenen Sohn nochmal als Bild abgebildet ist. Und man kann dann auf der Rückseite ein Gebet noch sprechen in der Kirche und Gott danken für die Vergebung, die man erfahren hat.